Ja, moin moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Fail Farm. Auch der Nintendo Switch natürlich wieder. Ich habe mir gedacht, wir gehen heute nochmal zurück in die Brandhöhlen, das heißt in den Vulkan, weil ich brauche unbedingt noch ein bisschen Golderz für Goldbad und so. Ein paar Diamanten wären natürlich auch ganz schön. Wir haben ja gestern das Story-Finale hinter uns gebracht, das heißt, ja, die Story haben wir komplett durch. Wenn ihr das verpasst habt, solltet ihr unbedingt in das letzte Video nochmal reinschauen. Das war auf jeden Fall mega cool, auf jeden Fall. Wir haben dadurch jetzt auch hier das Haus bei dem gefrorenen Bauernhof freigeschaltet, wo wir gerade stehen, wie man sieht. Da können wir jetzt natürlich das Haus, das vierte Haus, ist es ja inzwischen eigentlich auch gestaltet und so. Wie man sieht, ist natürlich alles so im Rohbau. Also ich würde sagen, wir gehen auf jeden Fall erstmal zurück in die Brandhöhlen. Ich brauche unbedingt, wie gesagt, Erze und Diamanten. Diamanten sind eigentlich wichtig für, ja, hier für dieses Portal. Da müsste ich nämlich den Diamantensiegel reinsetzen. Das heißt, Diamanten nehme ich nebenbei natürlich auch gern mit und so. Ja, hier selbst privat habe ich ja noch nichts gemacht auf dem gefrorenen Bauernhof, wie man sieht. Könnte man natürlich später vielleicht auch so ein paar Sachen weghacken. Und die Bäume, das sind ja die uralten Bäume und so. Aber ich möchte eigentlich ganz gerne die Goldwerkzeuge herstellen. Ich habe nämlich noch kein einziges Goldwerkzeug. Zauberstab haben wir jetzt dann den, ja, das letzte Geschenk auch bekommen im letzten Part. Was natürlich cool ist, der Schlagzauber auch mega episch, was wir gestern alles erlebt haben und so. Zauber haben wir alle, den Zauberstab. Nur die Goldwerkzeuge, die würde ich gerne noch haben. Und dann gibt es da noch diese ganzen Jobaufgaben, die man natürlich auch noch machen könnte. Und ich habe heute nochmal geschaut im Internet, also es soll ja auch ein DLC kommen. Für Switch-Spieler auf jeden Fall kostenlos ab Dezember 2023 bis Juni 2024. Das wurde auch schon angekündigt, bevor das Game überhaupt rauskam. Wusste ich auch noch gar nicht. Habe ich heute so durch Zufall im Internet gesehen. Ja, wie gesagt, wir gehen zurück in die Brandhöhlen. Feuerschutztränke habe ich noch ein paar mit. Zumindest ein paar wenige, wenn ich nochmal schaue. Ja, einen habe ich genommen und vier hätten wir dann noch. Plus zwei Tarntränke natürlich. Siegel hatten wir überall gesetzt. Das heißt, ich gehe natürlich auf eine Ebene, wo auf jeden Fall Golderz und so vorkommt. Rauer Rubin müsste jetzt nicht unbedingt haben. Also Golderz ab Ebene 10 wäre Golderz, okay. Frage ist so, ab wo ist Diamant? Also Diamant wäre ab Ebene 15. Das wäre eigentlich ganz cool. Dann schauen wir ab Ebene 15. Weil, wie gesagt, ich hätte gern dieses Siegel bei dem gefrorenen Bauernhof. Dann kann ich mich dort auch immer schön hinporten. Ja, wie gesagt, dann schauen wir erst mal so ein bisschen. Ganz entspannt heute Abend zum Anfang erstmal hier so ein bisschen rum. Nimm schön das schöne Golderz mit. Dann crafte ich natürlich so ein paar Goldbarren. Geld bräuchte ich natürlich auch demnächst. Müssen wir schauen, dass man ein paar Edelsteine poliert. So ein paar wenige habe ich auch noch im Lager. Also für Geld. 3000 hätte ich noch an Geld. Okay. Bis jetzt kein Diamant zu sehen noch. Ah, ich müsste, Moment. Was mir gerade einfällt. Ich nehme mal schnell einen Tarntrank ein. Ja, mit dem DLC, ich bin gespannt. Wie gesagt, das wurde schon, bevor das Game rauskam, wurde das schon angekündigt, dass das kommt. Und für Switch-Spieler wird das natürlich komplett kostenlos sein. Wenn man das Game jetzt auch auf dem PC hat, dann muss man die Deluxe-Version irgendwie kaufen. Aber wir spielen auf der Switch. Da gibt es ja nur die Deluxe-Version für 60. Und von Sound sehe ich gerade, ja, ist alles so wie immer eingestellt. Okay. Und ich sehe gerade da links, das waren Granat, glaube ich, hier die Dinger hier noch. Nimm mal auch mit, weil da können wir natürlich ordentlich Geld mit scheffeln. Also alle schönen Erze nehme ich auf jeden Fall mit hier. Ja, so können wir auch nochmal schön die Brandhöhlen, den Vulkan nochmal schön erkunden. Und mal schauen, was uns noch so erwartet. Also Goldbarren müsste ich craften. Diesen Diamantensiegel müsste ich setzen. Übrigens hier unten war ich auch noch nie. So an der Ecke. Und Gegner könnte man wegkloppen, aber ich will ja erstmal die Erze haben. Deswegen erstmal den Tarntrank. Wenn wir natürlich gleich keinen mehr haben, dann könnt ihr natürlich die Gegner weghauen mit. Und natürlich leveln. Also die ganzen Fertigkeiten aufleveln ist auch noch so, was man machen könnte nebenbei.
Moment, also Energie habe ich sogar noch ein bisschen mit. Hatte ja extra noch ein bisschen eingepackt. Mana-Trank lasse ich den ein. Hier die Büsche würde ich sagen, die hacken wir mit weg. Das ist Staudern Feuerkraut, ne? Wäre eigentlich auch ganz gut. Gibt es auch noch einen Vulkan? Sand bräuchte ich eigentlich nicht hier, die Feuersalz, aber. Ne, lasse ich glaube ich lieber liegen, wegen der Energie. Dann schauen wir erstmal ab in die nächste Ebene. Ja, mal schauen, vielleicht spielen wir später auch noch ein bisschen Pokémon Purpur weiter mit der Story. Da habe ich eigentlich auch richtig Bock drauf. Müssen wir mal schauen. Oder ein anderes Game wäre natürlich auch möglich. Ich sehe gerade, Energie müsste ich schon wieder essen. Ne? Die Energie ist aber recht schnell weg, wenn man Gold so abbaut. Aber lohnt sich. Na, ich sehe gerade, Tank ist leer. Ein Tarntrank hätte ich noch, aber ich würde sagen, den Gegner kommt nicht mit weg. Und Magie Level 15 sogar erreicht. Das heißt, auf 5 Stufen, dann wäre ich auf Level 20. Auch sehr cool. Wenn ich nochmal schaue, Fertigkeit. Bei Rohstoffabbau haben wir sogar 17, Stufe 17 sehe ich gerade. Auch mega cool. Tierchen fangen, Stufe 16. Sammeln auch Stufe 16. Also einige Fertigkeiten sind da bald schon auf Level 20. Bin mal gespannt, wie das weitergeht, wenn das dieses kostenlose DLC erscheint. Ist natürlich noch ein bisschen hin. Bis dahin kann man natürlich die Höfe ausbauen, also Bauernhof ausbauen und so. Fertigkeiten aufleveln, alles herstellen, die ganzen Rezepte, alles was man noch nicht hat und so. Das gibt genügend zu tun, auch wenn man die Story durch hat. Okay. Ja, Story ist ja eigentlich nur so, um die Sachen freizuschalten, so, damit man alles bauen kann. Hier sehe ich gerade, ist ein Diamant, aber die Gegner nerven. Ich würde sagen, Moment, ich nehme ganz schnell mal einen Tarntrank. Kann dann ganz gemütlich und den Diamant hier mitnehmen. Auch sehr cool. Ich denke mal, die bringen auch gut Geld, oder? Wenn man die poliert. An einen Edelsteinschleifer zu geschliffenen Edelsteinen. Ich denke mal schon, dass sie gut Geld bringen. Direkt der nächste Diamant. Erinnere mich so ein bisschen an Minecraft. Dias. Dias. Immer her mit den Diamanten, würde ich sagen. Obsidian gibt es da oben weiter auf den Stufen. Auf den Ebenen. Gibt es auch noch diese Obsidian. Denk mal, das bringt bestimmt noch mehr. Weil das ja eigentlich ja weiter oben ist. Bisschen weiter tiefer. Müsste man schauen. Okay, hier müssen wir eigentlich das Teil reinholen, den Kern. Aber wir haben mal die Siegel gesetzt. Zum Glück. Wir können somit zu jeder Ebene hin. Nice. Der war sogar recht schnell weg. Ich habe gerade gesehen, wenn ich dreimal zuhau mit dem Kristallzauberstab, den wir jetzt noch neu haben. Dann schießt er so. So eine. Nice. Ich würde sagen, das hat was. Wusste ich auch noch gar nicht. Sehe ich jetzt das erste Mal, dass man, wenn man dreimal zuhaut, diesen Powerschlag hier hat. Mega cool. Okay, du kannst dein Haupthaus wechseln, indem du mit einem Bett interagierst und Hausoption auswählst. Die Tipps übrigens sind auch sehr cool. Da stand vorhin sogar, bevor ich den Stream, den Part hier gestartet habe, stand da sogar was von, also wenn man jetzt irgendwie, also überhitzt, soll man irgendwie einen kühlen Trank trinken. Wusste ich auch vorher gar nicht. Das heißt, immer schön die Tipps lesen. Wäre schon ganz gut, oder? Gut, alles mein Golderz hier. Ah, Diamanten sind wirklich rar. Wie man sieht. Klar, jetzt kommt er hier und kickt mich.
Tarntränke hätte ich nicht mehr. Das heißt, ab jetzt müsst ihr natürlich schauen, dass ich drauf war. Blitztrank hätte ich noch. Nehmen wir auch mal mit ein. So ein bisschen Energie bräuchte ich auch wieder so. Und ich sehe gerade 10 Diamanten hätte ich. Ich weiß ja, ob das reicht für so ein Diamantsiegel. Den möchte ich auf jeden Fall haben, den Siegel für den Bauernhof. Ich würde sagen, hier erstmal drauf auf ihn oder auch. Erstmal die nervigen Gegner weghauen. Oh, da ist direkt der nächste hier drüben. Okay. Und die sind auch sehr gefährlich hier. Aber mit dem Zauberstab, mit dem Kristallzauberstab, verlieren die echt gut Energie, oder? Ich habe die Statue gerade richtig schnell weggehauen. Und die kleinen Feuerbomben in einem Schlag weg, okay. Auch nicht schlecht. Und auch nö, der Tag ist gleich schon wieder rum, okay. Hier ist ein Diamant. Haben wir schon. Ah, geh weg, ey. Haben wir schon mitnehmen. Hier auch noch einen ganz kleinen Buschen. Hoffe, dass das zumindest für so ein Diamanten-Siegel reicht. Da unten ist auch noch Diamant. Also einmal schnell die Gegner weghauen. Ja. Und schnell den Diamant mit abbauen hier. Gut, halbe Minute haben wir noch, dann ist der Tag rum. Ich würde sagen, das passt. Hier noch ein bisschen Feuersalz schnell mitnehmen. Können wir nur ein paar Sekunden. Jetzt auf 10 Sekunden, okay, dann nehme ich hier die Dinger noch mit. Die Steine und so. Bisschen Asche. Ah, okay. Zumindest 7-mal Vulkanasche noch mitbekommen, okay. Immerhin. Okay, somit neuer Tag. Ich habe übrigens jetzt den 16. im zweiten Jahr im Sommer. Auch mega cool. Die Häuser, das erste Haus, muss ich auch mal schauen, dass das irgendwann ausbaut. So. Die anderen Häuser haben wir noch gar nicht bebaut. Da ist auch noch viel zu tun. Es sei denn, es wäre natürlich möglich, wenn jetzt jemand online mitspielt, dass dann jemand ein Haus übernehmen würde. Das heißt, wenn ihr Bock habt, online mitzutalken, könnt ihr das natürlich wie immer sehr gern machen, natürlich. Gut, jetzt muss ich schauen, 21 von den Diamanten habe ich noch. Was mir gerade einfällt, hier bei den Blumen züchte ich ja diese eine Blume, die ich für die Flügel brauche. Ist aber nicht neu gewachsen, okay. Das heißt, die Blumenfelder am besten immer schön mitgießen. Gut, mal schauen. Also Diamantensiegel, ja, kann ich herstellen, nice. Das passt, dann könnte ich mich auch immer direkt zum gefrorenen Bauernhof hinporten. Eigentlich so gesehen das letzte Siegel, ne? Die anderen habe ich ja eigentlich, ja, eigentlich, was heißt eigentlich, auf jeden Fall alle gesetzt. Das wäre das letzte Siegel, was wir hier mit herstellen, auch sehr cool. Und 8 Diamanten habe ich so noch über, okay. Immerhin. Aber 10 braucht man natürlich für den Edelstein. Gut, den Armerstein mitnehmen. Apropos Edelstein, also ein paar wenige hatte ich noch im Lager. Ich bin gerade überlegen, ob ich ein paar verkaufen soll gleich. Rohstoffe erstmal ab im Lager rein. Ja, weil für die Goldspitzhacke wäre schon ganz cool, wenn ich die hätte. Müsste ich natürlich Goldbahn haben und natürlich auch Geld. Da haben wir eben von einem Gegner sogar noch einen Blasentrank erhalten. Okay. Gut, Siegel bleibt natürlich drin, immer mit. Und ja, Goldbahn würde ich sagen, stellen wir schon mal her. Also 4 Stück könnte ich herstellen. Ich weiß gerade gar nicht, ob ich im Lager noch ein paar habe. Und schauen wir mal, verfeinerte Waren. Doch, 4 Goldbahnen hätte ich sogar noch. Oh, das ist sehr cool. Das heißt, wir können auf jeden Fall wahrscheinlich auch die Goldspitzhacke holen. Ich würde sagen, die nehme ich in Angriff. Plus hier die Edelsteine nehmen wir mal mit. Können die alle verticken. Weil im Moment brauche ich die eh nicht. Das heißt, eigentlich einmal alle mitnehmen. Müsste richtig gut Geld geben.
dann natürlich einmal. Übrigens, hier ist ja der erste Verkaufsstand. Wir haben ja gestern im Finale, also gegen im Story-Finale diesen einen Markttisch noch gebaut. Der ist jetzt beim zweiten hoch. Das hatte ich heute noch gesehen, weil ich ganz kurz privat im Game drin war und so. Ich würde sagen, erstmal hier ein paar Diamanten rein. Beziehungsweise polierte Edelsteine. Ja, hier an der Ecke. Wo war das noch? Hier, genau. Also hier steht jetzt der zweite, den wir gekauft hatten. Auch sehr cool. So, Edelsteine rein. Hier allein schon sind 3500. Der Tisch jetzt, okay. Der andere Tisch, was war das? Muss auch noch mal kurz schauen. Bloß unten, in der Stadt, hauen wir natürlich die Reste nicht noch rein. Also 3500 ist schon ganz gut. Plus 4500. Nice. Das lohnt sich richtig, diese Edelsteine zu verkaufen, wie gesagt. Auch hier so, also das zum Anbauen, die Sachen, die sind da eher so für Futter gedacht und so noch. Ich muss auch schauen, dass ich demnächst ein paar Bäume anbaue. Ich habe so gut wie kaum Bäume. Eigentlich gar keinen Baum. Ich muss ja also ein paar Pflanzen anbauen. Nebenbei. Okay, hier noch die Edelsteine mit drauf. Gut, hier haben wir auch nochmal 2500, sehe ich gerade. Das ist sehr cool. Oh, das lohnt sich. Ordentlich Kohle. Auch nochmal 2500. Goldbarren hebe ich natürlich auf. Da können wir sogar gleich schauen. Ich glaube, am nächsten Tag könnten wir wahrscheinlich die Gold... die Goldspitzhacke holen. Jetzt muss ich mal kurz schauen. Goldbarren ist fertig. Naja. Und 5000 braucht man noch irgendwie an Cash noch. Okay, 6 Goldbarren hätten wir. Ich würde sagen, erstmal schauen wir rüber, setzen den Diamantensiegel beim gefrorenen Bauernhof schnell hin. Dann brauche ich auch nicht ständig immer dort mich zu der vereisten Ebene hinporten. Okay, das wäre von hier jetzt auch nicht weit zum Bauernhof, aber es geht natürlich schneller, wenn man dort sich dorthin porten kann. Dann ist man natürlich direkt hier. Übrigens hier auch die Aussicht nochmal, wenn wir hier nochmal schauen. Auch mega cool mit dem abgekühlten Vulkan hier. Sehr, sehr coole Aussicht, oder? Muss ich dazu nochmal sagen. Bin schon mega gespannt, wie das weitergeht, wenn dieses gratis DLC kommt. Okay, somit letztes Siegel gesetzt. Der Diamantsiegel. Und somit kann ich mir jetzt überall schön hinporten. Was mega cool ist. Weststadt, Nobelheim, das erste Haus. Schauriger Wald, Feenacker, Salzwasserminen, treibende Ruinen. Ja, und natürlich jetzt der gefrorene Bauernhof. Ich würde sagen, Moment, wir müssen ja nochmal zurück. Am nächsten Tag können wir erst die Goldbahn verwenden, ne? Das heißt eigentlich, wenn ich gerade so überlege, können wir nochmal schnell in die Brandhöhlen rein. Bei Mutter Natur müsste ich erst diese Blumen hier weiter züchten. Das hier sind andere, also diese hier. Da brauche ich noch 5 Stück von dieser Blume. Und dann kann ich mir die Flügel holen, die ich ja haben wollte. Mit einem polierten Smaragd war das, glaube ich, oder so. Aber hier die Sachen brauche ich jetzt nicht gießen, obwohl, wenn ich schon hier bin, gießen wir das einmal mit. Am Bodenbeeten haben wir auch extrem viel neue Sachen freigeschaltet, wie man hier sieht. Es gibt ja das Feen-Bodenbeet, Winterbodenbeet, Herbstbodenbeet. Sommerbodenbeet, Frühlingsbodenbeet, Hydrobodenbeet, das Blumenbodenbeet und natürlich das einfache Bodenbeet, ne? Auch mega cool. Das heißt, beim Winterbodenbeet könnte man das ganze Jahr über natürlich so Wintersamen reinhauen. Bräuchte ein paar Schneeflocken. Die Schneeflocken sind eigentlich auch wichtig für den Trank, das heißt. Erstmal stelle ich die noch nicht her. Aber wir haben noch ein paar. Das heißt, wieder zurück, aber die Brandhöhlen. Und weiter craften. Zumindest bis zum nächsten Tag, sehe ich grad. Ja, können wir auf jeden Fall gleich noch, wie gesagt, die Goldspitzhacke auf jeden Fall auch noch mitnehmen. Mein erstes Goldwerkzeug wäre das dann. Mega cool. Kohle haben wir dann auch gut, also Geld. Sie hat übrigens auch noch einen Laden hier bei den Brandhöhlen hier. Was gab es hier denn noch? Ich sehe gerade unentdeckter Gegenstand mit drin, Blume irgendwie. Hier auch, okay.
Bei den Farben hier auch überall unentdeckte Gegenstände, aber hier, das könnte man craften im Boden. Da könnte man auch craften, ne? Aber das möchte ich im Moment noch nicht. Wir wollen erstmal Gold und Diamanten. Bin mega gierig auf Gold und Diamanten gerade. Vor allem Gold jetzt, ne? Diamanten sind das nicht mehr ganz so wichtig. Aber ich würde sagen, ich starte trotzdem bei Ebene 15 wieder. Obwohl wir sind da. Ne, ist ein neuer Tag. Rauer Granat und so. Könnte man natürlich polieren. Und dann wieder schön Geld herstellen und so. Ich muss auch schauen, dass ich die ganzen Häuser demnächst ausbaue. Es gibt so viel zu tun, was man nebenbei noch machen kann. Auch wenn die Story natürlich vorbei ist, ne? Mal schauen, also demnächst muss ich schauen, dass ich auch die Jobaufträge fertig bekomme. Plus die Heirat, also Beziehungslevel steiger. Haben wir auch noch gar nicht gemacht. Also habe ich privat auch noch gar nicht gemacht. Moment, vor dem Kraut. Das geht ja schnell, kann man auch noch ein bisschen mitnehmen. Okay, somit einmal im Vulkan schnell die ganzen Erze holen. Zumindest so lange, bis der Tag um ist. Und hier natürlich schauen. Aha. Nervige Gegner, aber wir haben unseren Kristallzauberstab, der mega cool ist. Aber diese Bombengegner da noch mit rumrennen, ist auch gefährlich. Klar, kicken nicht nebenbei natürlich ohne Ende. War nicht schlecht. Aber sind auch recht schnell tot. Und Granaten natürlich auch mitnehmen. Und das Golderz sowieso. Die Gießkanne muss ich übrigens noch, da muss das Orichalkum noch drauf. Das einzige Werkzeug, was ich noch nicht mit Orichalkum habe. Da. Einmal schon Trank nehmen. Und dann pickt er mich wieder von der Seite gerade eben. Okay. Und dann war hier noch irgendwas auf der Ebene? Ich glaube nicht, ne? Dann würde ich sagen, erstmal rüber zur nächsten Ebene. Ja, mal schauen. Mit der Goldspitzhacke bin ich schon mega gespannt. Kann man natürlich Erze und so natürlich noch schneller abbauen. Okay, hier sogar ein paar Diamanten. Die würde ich sogar dann zu Edelstein schleifen und dann verkaufen. Und noch mehr Dias. Und natürlich die nervigen Gegner. Muss schauen, dass ich demnächst unbedingt weitere Tiere farm, um die Farmtränke noch wieder herzustellen. Wäre aber auch wieder nervig, weil da muss man wieder ohne Ende erstmal die Tiere farmen. Okay, zumindest Gold mitnehmen. Futter haben wir noch mit. Ich muss wirklich sagen, der neue Zauberstab, der Kristallzauberstab, gefällt mir. Dreimal schlagen und dann kommt diese Welle. Mega cool. Okay, hier geht das noch so hoch. Ah, hier ist Dreckgold. Immer her mit dem schönen Gold. Wir müssen demnächst, ich muss mal schauen, dass ich auch ein bisschen mehr angel. Also ich habe Angeln, habe ja erst auf Stufe 7. Eigentlich noch gar nichts, kann man sagen. Weil ich sehr, sehr wenig geangelt habe. Klar, der ist auch gefährlich, wenn er so durch die Gegend kreist, der Gegner. So Heilung hätte ich noch ein bisschen. Klar. Ich habe das noch nicht mal richtig wegbekommen. Mit dem Magieschlag. Das heißt, da braucht man unbedingt die Goldspitzhacke. Wenn man zumindest mit Magie die Erze abbauen möchte.
Ach, hier noch was? Nö, noch. Hier oben geht das irgendwie noch so hoch. Okay, ist aber nichts. Dann ab in die nächste Ebene. Du erkundest gerne und glaubst, dass du dich in Azoria auskennst. Punkt, Punkt, Punkt. Die Cleo. Ja, da muss ich schauen. Also im Moment mache ich ja die Aufträge bzw. den Job von dem einen. Wenn du mal bei den Quests schau, also die Rohstoff-Quests habe ich ja hier noch. Baue 8 Kupfererzstücke haben wir übrigens abgeschlossen. Könnt ihr noch abgeben. Bei Signer. Das ist ja so eins von den Jobaufgaben, die ich erstmal als erstes in Angriff genommen habe. Wäre ja schon Rohstoffabbau Nummer 3 wäre das noch. Könnte ich sogar abgeben und dann müsste man schauen. Also wenn ich das irgendwann fertig habe, könnte man natürlich einen weiteren Job annehmen. Mit Signer, was er gerade stand. Könnte man natürlich auch machen. Da gibt es auch sehr, sehr schöne Klamotten. Ich denke mal, bis Winter, bis das DLC irgendwann kommt, hat man da, denke ich mal, auf jeden Fall überall 100% oder auch die ganzen Rezepte, die ganzen Blumen gecraftet und dies und das. Wie gesagt, Bäume habe ich so gut wie noch gar nicht gepflanzt. Muss ich unbedingt im nächsten Angriff nehmen. Ja, geh weg. Immerhin 75 EP hat das gerade für den gegeben. Frage ist, sind hier nur Erze links oder nicht? Dann lieber erstmal hier runter zur nächsten Ebene. Wenn du in einem Bett und in einem Haus stehst, also das kennt man ja schon. Okay. Was soll ich Vulkanasche mitnehmen soll? Nee, lieber nicht. Ich will die Erze haben. Also Bodenbeet wäre natürlich gut, wenn man dann so Vulkanasche mitnimmt für diesen eine Bodenbeet. Ich möchte eher im Moment nur Gold und Dias. Meine wäre auch gern Obsidian. Aber Obsidian ist ja noch cooler. Ja, 1 Million Gegner jetzt hier. Das ist übrigens mega gefährlich. Man muss unbedingt mehr Tränke eigentlich mitnehmen. Aber wir haben es da gerade noch so überlebt. Zumindest ein paar Heilungstränke noch mit. Okay, einen Feuerschutztrank hätten wir noch. Okay. Ich denke mal, sollte erstmal passen. Okay, jetzt kann ich hier natürlich die Erze nicht so gemütlich abbauen. Waren einmal drauf da. Aber wenn er hier kickt, sehr gefährlich. 180 EP für die Statue. Wenn man die kaputt haut. Ich wollte gerade sagen, die Truhe greift mich an, aber hat mich nicht getroffen. Das Gute ist natürlich, wenn ich drauf hau auf die Gegner, level ich schön das Magie-Level hoch. Und wunderschöne Diamanten hier. Einmal mitnehmen. Brauchen wir ohne Ende am besten, würde ich sagen. Schön schleifen und verticken. Ich bin richtig süchtig nach Fee-Farm. Wie gesagt, ich liebe dieses Game. Schade, dass die Story schon durch ist. Aber man kann ja, wie gesagt, sehr, sehr viel craften. Trotzdem finde ich es mega schade, dass es auch nur diese 3 Verliese gibt. Da habe ich heute auch nochmal so drüber nachgedacht, was mir gerade so einfällt. Also es hätten ja schon mindestens 6 Verliese sein müssen. Aber Moment, okay, 3 Verliese sind natürlich auch schon viel, bis man da durchgerannt ist und so komplett mit den Siegeln alles. Aber eigentlich, also mindestens 6 Verliese wäre schon geil gewesen, oder? Hoffentlich kommen da nochmal 3 dann im Winter zu mit dem DLC. Gerne auch noch mehr. Das Game macht richtig Laune. Vor allem online. Mit mehreren Spielern natürlich noch mehr. Ich würde auch gerne 20 Verliese, also 20 Dungeons kommen. Hätte ich natürlich auch kein Problem mit. Was sehr cool wäre, wenn das Game natürlich in Zukunft ohne Ende weiter unterstützt wird.
Auch bis Juni 2024, wie gesagt, sollen die nächsten DLCs kommen. Wenn es danach natürlich noch weiter unterstützt wird, wäre mega, mega cool. Aus meiner Sicht im Moment eigentlich das, ja, das beste Farming-Game, was es gibt, weil das auch, ja, mit diesen RPG-Elementen allgemein alles drum und dran mega Laune macht auf jeden Fall. Auch mit der Story, die wir jetzt da hinter uns haben. Okay, ich sehe gerade noch eine Minute. Dann ist schon der nächste Tag wieder rum. Verbringe viel Zeit mit deinem Bauernhoftier. Ja, muss ich auch noch machen demnächst. Die Level hochleveln. Die ganze Wolle ernten, Seide, dies und das. Bis jetzt auch gar nicht so viel Zeit mit den Tieren verbracht. Eigentlich nur so die Verliese durchgerannt. No. Aber um so Teppich herzustellen, Möbel, muss man natürlich schauen, dass man dann die Wolle kräftet. Von den Tierchen. Okay, knapp 20 Sekunden noch. Ja, klar. Und dann kommt er hier und haut mich fast platt, ey. Okay, Ärzte schaffe ich nicht mehr. Knapp 10 Sekunden. Dann rauf auf die Gegner. Immerhin nochmal 30 EP und nochmal 90 hier. Ah, ich wollte gerade sagen, das Golderz hätte ich noch mitnehmen können, aber Zeit leider weg. Aber Granat nochmal mit drin, neue Aufgaben, Freundesaufgaben jeden Tag. Und wie wir sehen, 13.194 durch die wunderschönen Edelsteine bekommen. Wie gesagt, Feldfrüchte sollte man natürlich am besten fürs Essen verwenden, verkaufen. Am besten nur die Edelsteine, die bringen am meisten Geld. Ich muss sogar mal kurz schauen, Moment. Könnte ich da noch welche schleifen? Ja, können wir jetzt die Dias hier zum Beispiel. Ganze zwei sogar. Plus ein Granat. Können wir auch nochmal herstellen. Gut, das heißt, wir haben jetzt 16.195 an Cash wieder drin. Gold müsste ich mitnehmen. Also ich würde sagen, wir holen uns direkt die Goldspitzhacke, oder? Deswegen waren wir jetzt nochmal drin. In den Brandhöhlen im Vulkan. Dann schauen wir mal. Mega, mega cool. Mein erstes Goldwerkzeug. Aber wir haben sogar... Ach stimmt, die Quest können wir auch gleich mit abgeben bei Steiner. Hier stimmt. Dann würde ich sagen, erstmal Jobaufgabe. Wäre Rohstoffabbau 3, wie gesagt. Schauen wir mal, was der vierte Job wäre. Produziere 8 Stück polierter Topas. Ist ja easy. Da müsste man eigentlich nur in die Salzwasserminen zurück. Und dann geht es natürlich hier weiter. Ich denke mal, das sind auch so die Sachen, die ich demnächst machen werde, die Jobangebote hier. Weil, hier sieht man auch schon weiter unten, gibt es dann Rezept für glitzernde Nachttapete. Den Bergbauhelm möchte ich unbedingt haben. Und natürlich, wenn man alle hat, das ganze Set, das Bergbau-Outfit noch. Mega episch, hätte ich sehr, sehr gern. Das heißt, demnächst die ganzen Jobs durchrennen und die Sachen craften, die ganzen Klamotten und so. Ja, somit Rohstoffabbau 3 auf jeden Fall auch abgehakt. Ich würde sagen, ja, Laden öffnen. Wir wollen ja unser Goldwerkzeug. Und wie gesagt, ich denke mal, auf jeden Fall die Goldspitzhacke als erstes, oder? Für die Erze. Die sieht übrigens auch sehr cool aus. Das seht ihr gerade nicht mit dieser Cam. Ich kann da mal ranzoomen. So wird die aussehen. Die Goldspitzhacke auch. Mega, mega episch, oder? Ich würde sagen, die als erstes auf jeden Fall. Somit haben wir dann auch unser erstes Goldwerkzeug. Highlight, würde ich sagen, auf jeden Fall. Wenn ich jetzt mal kurz schaue, das kostet aber 5 Goldbarren. Plus 5000 Cash, ne? Also Geld hätte ich im Moment, 2 könnte ich machen. Müsste ich normalerweise noch Goldbarren haben. Also hier fehlen, würden jetzt 4 fehlen für die Axt. Und bei der Kanne, wie gesagt, da bräuchte ich auch noch das Orikalkum. Auch 5 Stück, okay. Dann könnte ich dort natürlich irgendwann auch die goldene Kanne machen. Aber mega cool. Somit mein erstes Goldwerkzeug, wie gesagt, die Goldspitzhacke. Eine mit Gold verstärkte Spitzhacke für Unmengen von Mineralien und maximale Schlagkraft. Halte Y gedrückt, um die Spezialfähigkeit zu nutzen.
um einen wirklich großen Bereich zu zerschlagen. Kostet natürlich Mana, wie man es auch von den Vorstufen schon kennt, aber die ultimative Spitzhacke auf jeden Fall hier im Game im Moment. Ich würde sagen, das ist schon mal mega, mega cool. Jobangebot war Topas wohl zu haben, ne? Könnte man, wie gesagt, demnächst natürlich auch nebenbei machen. Es gibt so viele Sachen, die es ja nebenbei gibt im Game. Hier Versandaufträge habe ich zum Beispiel auch bisher nur einen einzigen gemacht. Damit könnte man natürlich auch gut Geld machen. Hier sehe ich gerade rauer Obsidian, 25 Stück für 2125. Geht. Könnte man natürlich entweder zwei polierte verkaufen oder halt hier die rauen. Müsste vom Geld her eigentlich okay sein. Plus die Bärenmarmelade hier. 10 Stück, 1700 Cash. Hiermit kann man natürlich auch Geld machen. Ich finde aber am meisten lohnen sich die Edelsteine. Polieren und dann verkaufen. Ich überlege gerade, 11.000 hätte ich nur. Könnte ich mein Haus erweitern? Muss man mal kurz schauen. Da bräuchte ich ein paar Rohstoffe. Ich mal kurz hier zu ihm. Schau zu Aspen. Schreinerdienste. Das normale Haus, würde ich sagen. Also Gold haben wir. 8.000 wird es kosten. 11.000 haben wir. Eisenbahn, 3 Stück und Eichenbauholz. Kann ich 3 Stück Eisen herstellen? Moment. Dreimal Eichenholz, Bauholz und Eisenbahn. Habe ich sogar vielleicht noch auf Lager. Wäre ja mega cool. Wenn mal kurz schauen. Jetzt muss ich erst wieder Eisen farmen. Ne, Eisenbahn habe ich gar nicht mehr. Okay. Könnte ich dann welche herstellen? Und erstmal Goldbahn rausholen. Ne, kann ich leider nicht. Ich müsste also erst wieder Eisen farmen. Okay. Aber gut zu wissen. Also Eisenbahn 3 Stück. Das Holz, das ist auch schon mal cool. Und hier übrigens brauche ich auch noch ein paar von. Ne? Kann aber nur zwei herstellen. Können aber schon mal gecraftet werden. Das heißt, Eisen müsste ich farmen. Boah, es gibt so viele Sachen zu tun im Game. Und Eichenholz, Bauholz hätte ich, glaube ich. Und natürlich Wasser wieder da. Hier das Feld übrigens, muss ich schauen, müsste noch umbauen. Übrigens, hier habe ich übrigens heute privat ganz kurz hier diesen Weg gelegt, um zu testen, wie der aussieht und so. Das wäre der, den haben wir auch neu bekommen. Gestern hier der geschliffene Steinweg. Sieht eigentlich sehr cool aus, muss man nur Steinziegel herstellen aus Steinen. Und ja, so sieht er dann aus, was auch mega cool ist. Wenn ich mal schau. Also Teppiche, da brauchen wir sowieso Baumwollstoff, da müsste ich mich mehr um die Tiere kümmern. Also täglich, wenn man ohne Ende Teppich legen möchte, natürlich. Was auch sehr cool ist, ist der Grasweg hier, ne? Das Blumenbeet, eher gesagt. Das ist eigentlich ganz cool, wenn man das bei Tieren macht. Weil wenn man drauf läuft, hört sich das so an, als wenn man auf dem Rasen läuft. Hier habe ich ja mein Bereich eigentlich, das könnte man irgendwann mal machen. Dass man das so baut. Dann vielleicht noch einen Zaun rum. Mit so einem kleinen Eingang. Wo die Tierchen dann da so reinlaufen. Wäre schon ganz cool. Moment. Ich glaube, das mache ich mal kurz. Kann ich das so bauen? Ja, auch wenn das Ding hier steht. Würde das gehen? Okay. Ich würde sagen, das mache ich mal kurz. Ich teste das mal. Das ist der Rasenboden. Würde für die Tiere auf jeden Fall passen. Wenn man drauf läuft. Da hört sich an, als wenn man auf dem Gras, also auf der Wiese läuft. Mega episch eigentlich. Das passt. Moment. Pflanzenphase habe ich ohne Ende. Könnte man ausbauen. Wie weit ging das runter? Das Duftstoff, Moment. Ah, ich sehe gerade zwei Ebenen ungefähr noch. Bis dort noch. Und dann außenrum so ein Zaun. Müssen natürlich einige Sachen wegräumen noch. Ich mache erst so provisorisch, glaube mal so ein Buschen.
Aber ich muss unbedingt den Bauernhof hier so ein bisschen ausbauen, auch langsamer. Story haben wir jetzt halt durch. Muss man wissen, bis wo das ungefähr geht. Genau. Also die anderen Sachen einmal schnell wegräumen. Ja, das Beet hier muss weg. Das mache ich sowieso einmal ganz komplett weg. Das möchte ich noch woanders hinbauen. Das Teil hier auch erstmal eigentlich. Moment. Und da hier erstmal hin. Und das Körbchen, Moment. Könnt ihr auch noch mal schnell schauen? Hau ich hier erstmal mit hin. Wenn man da so einen Zaun rummacht, wäre doch schon ganz cool. Weil Duftstoff haben wir. Das heißt, das wäre jetzt das Fell. Ja, für die Tiere, wo sie natürlich durch das Duftstoff hierher kommen. Und Rasen rum und so. Wenn man schaut, Zäune, wenn wir schon gerade dabei sind. Eigentlich sogar das erste Mal, dass wir richtig bauen hier. Wie gesagt, privat habe ich auch nur ganz wenig gebaut. Hier ist übrigens dieser Eierkorb. Den hatten wir auch neu, ne? Sieht eigentlich auch sehr, sehr cool aus. Den haue ich hier erstmal so irgendwie mit hin. Moment. Kurz mal so zum Testen. Das hat was. Auf jeden Fall, das Körbchen. Oh, ich sehe gerade, da ist sogar noch eine Rasenfläche, die fehlt. Okay. Das Duftstoff ging. Wie weit bist du dort? Okay. Na, passt eigentlich. Wenn man Zäune schaut, da haben auch so einige freigeschaltet neu. Beim Feenacker muss ich schauen, da werde ich wahrscheinlich dann so feenmäßige Sachen bauen, wie hier den Schnörkelzaun aus Spornholz. Auch mega cool. Brennholzzaun aus Blätterblattholz, auch geil. Geformter Steinzaun. Doppelseilzaun. Hätte er was so für die Tierweide. Oder der einfache Seilzaun. Bräuchte man Seile, Eichenstämme. Buchenholz hier beim Holzlattenzaun. Eichenstamm, Seile hier für den. Frage ist, was soll ich da rummachen für das Tiergehege? Den Holzzaun gibt es hier natürlich auch, aber ich finde, da passt das ja als Zaun, oder? Wenn man höchstens so nebenbei mit anbauen. Ich schau mal kurz, wie das hier aussehen würde. Oh, das hat was. Kann aber nicht mehr, weil ich keine Seile mehr habe. Okay. Können natürlich Seile holen. Ich finde, wenn ich jetzt kurz Baumodus wegmache. Das sieht eigentlich sehr cool aus hier. Ich glaube, das baue ich hier so rum. Warum Seile waren das, ne, die gefehlt haben. Ja, ich denke mal, zurück in die Brandhöhlen gehen wir jetzt, glaube ich, nicht mehr, weil. Da haben wir gleich auch schon eine Stunde wieder rum, sehe ich gerade Raum. Wir können dann den Zaun noch kurz weiterbauen. Goldwerkzeug, wie gesagt, die Spitzhacke haben wir jetzt, waren noch mal kurz drin. Das war auch so das Ziel, was ich heute so dachte. Dass wir das fertig machen. Und ich sehe gerade, oh, ich könnte hier die wunderschönen Blümchen wieder pflücken. Das heißt, ich habe jetzt 7 von den magentafarbenen Waldlilien. Noch 3 Stück davon. Und dann kann ich mir diese neuen Flügel holen. Im Moment habe ich immer noch die Standardflügel. Okay, Seile müsste ich produzieren. Die gibt es da am Basteltisch, ne? War das nicht hier am Basteltisch? Moment. Ah, ne, am Webstuhl, oder? Schauen wir mal. Da war sogar noch Holz. Ja, hier. Das heißt, einmal komplett herstellen. Brauche ich. 5 Stück kann ich nur herstellen, Moment, okay. Auch hier die ganzen, ja, Stationen, die ich hier gebaut habe. Muss ja auch mal schauen, dass ich hier irgendwie so einen Boden baue. Und dort dann die ganzen Werkstationen drauf. Also hier auf dem ersten Hof wollte ich sowieso hier das Acker so, also das Acker so lassen. Blumen vielleicht noch ein bisschen umbauen. Das kann man alles auch richtig schön umbauen und so, auch mit den Wegen und so.
Ich hatte nur provisorisch hier ganz kurz mal so die Sachen hingestellt und so. Der Rasen ist cool, das passt. Auch das Geräusch, wenn man drauf läuft. Hört sich mega cool an. Ja, erstmal Seile produzieren. Zwei haben wir schon mal. War das pro Zaun ein Seil? Och nö. Das heißt, jetzt kann ich nur dann gleich fünf weitere von denen setzen. Das ist schade. Weil eigentlich sieht dieser Zaun cool aus. Jetzt muss ich mal schauen, es gibt da weitere noch. Hier bräuchte man zum Beispiel nur Eichenstämme. Schauen wir mal, wie wir das aussehen. Das ist mal zum Testen. Naja, hat auch was. Muss ich dazu sagen. Dann teste ich nochmal die anderen. Hier ist zum Beispiel der Kettenzaun. Da brauche ich aber Eisenerz. Habe ich noch im Moment ganz wenig. Schade. Könnte man demnächst natürlich kräften. In den Salzwasserminen gibt es da Eisen. Buchenholz leider auch sehr wenig im Moment. Steine hätte ich ohne Ende, aber hier dieser brüchige Feldsteinzaun, der sieht komisch aus, finde ich. Da stelle ich im Moment da diesen niedrigen Steinzaun immer her. Also oben hatte ich ihn da angesetzt. Ich brauche mehr Eisen, sehe ich gerade. Also auch hier für den Eisenzaun, für den normalen habe ich auch nur 5 Eisen im Moment noch. Holzzaun, ne. Sporen, Holz, Baumstamm. Bräuchte man hier für den Holzzaun, schauen wir mal. Aber das ist ja eher so ein Feenzaun, den hätte ich gerne hinten beim Feenacker. Der sieht sehr mystisch aus, würde ich sagen. Der hat was. Okay, den Zaun hier erstmal weg. Aber der, wie gesagt, sieht auch sehr cool aus. Nimm mal erstmal weg. Was für ein Zaun baue ich da rum? Ich habe wirklich zu wenig Sachen. Ich muss mehr craften demnächst. Eisen. Ja, gibt es da Salzwasserminen? Hier sehe ich gerade Eichenstamm. Beim Baumstammzaun. Würde der gut aussehen? Schauen wir mal. Naja, so für erstmal würde ich sagen, passt das, oder? Das müssen wir nur ein bisschen umbauen. Das war sowieso erstmal provisorisch alles, was ich hier so provisorisch hingebaut hatte. Hier übrigens das Vogelhaus gibt es ja nur für die Switch Deluxe Version. Wie man auch das Switcher sowieso hat, automatisch. Mit diesem ja, Code für Vorbesteller und für Frühkäufer und so. Ey, auch sehr cool. Baue ich hier erstmal so mit hin. Übrigens die Pflanze, die könnte ich hier erstmal dort mit hin. Eierkorb auch erstmal hier so mit hin. Alles erstmal so ein bisschen beiseite räumen. Genau, den Zaun, den hatten wir noch. Dann dachte ich mir mit so einem kleinen Eingang, so ungefähr. Ja, hat was, oder? Könnte man natürlich noch verfeinern, aber das wäre dann so die Weide, kann man eigentlich sagen, jetzt so für die Tiere erstmal hier auf dem Hof, auf dem ersten Hof zumindest. Mega cool. Da kann man natürlich, wie gesagt, noch weiter schön ausbauen und alles mit Wegen. Und ich habe den auch schön außen gesetzt. Okay, außenrum könnte man noch ein bisschen machen hier, aber. Oh. Halt das Teil eigentlich so mit drin. Ja, könnte ich da auch mit drauf bauen, um Rasen. Ne? Das heißt, wenn man jetzt hier den Bereich weiter ausbauen würde. Zum Beispiel so Heu mit hin. Und so ein Kram. Wenn mal kurz schau. Es gibt auch noch das Kleegrasbeet, Wildgrasbeet und so. Das ist halt zum neue Rohstoffe farmen auch gedacht und so. Ne? Ja, hier sieht man übrigens nochmal Bäume, alles unentdeckt. Ich muss unbedingt Bäume bauen. Eigentlich so gut wie gar nicht. Kirschen unentdeckt.
alles noch gar nicht gebaut. Fertig habe ich ja. Muss man dann nächstes Mal schauen. Auch bei den normalen Möbeln im Haus und so gibt es ja auch so viele Sachen, so viele Rezepte, die wir noch gar nicht entdeckt haben. Wollen ganz kurz mal schauen. Ich hatte ja hier diesen Steinweg immer. Jetzt habe ich auch keine Steinziegel. Müsste ja auch erst produzieren. Okay. Könnte man eine Eiche hinten direkt zum Steinofen hin. Also Stein habe ich ohne Ende, ne? Kann ich 99 Stück von produzieren. Machen wir mal erstmal. Ich würde sagen so 30. Dauert auch wieder ewig, oder? Ja, dauert auch wieder ewig eigentlich. Hier nochmal die polierten Edelsteine mit. Okay. Auch sehr viele Sachen hier, die ich gar nicht rausgeholt habe. Ich dachte nämlich gerade, man könnte hier vorne zum Beispiel, hier ist ja der Eingang, dass man hier dann so einen Weg umbaut bis hier. Dann wäre hier so das Acker da oben. Und so eine kleine Sitzecke, so eine Sitzgelegenheit. Muss ich mal schauen, wie ich, ob ich das so lasse in Zukunft. Aber es gibt schon mega coole Sachen eigentlich noch, die man machen könnte. Das Game ist einfach nur geil, wie gesagt, auch wenn man die Story schon durch hat. Gibt es ohne Ende zu bauen, zu craften und so weiter. Rucksack voll, okay. Ne, ich würde sagen, das passt erstmal. Ich habe jetzt erstmal die Wiese gebaut. Sieht, wie gesagt, auf den ersten Blick schon mal recht cool aus, auf jeden Fall. Ich würde sagen, ich schaue erstmal hoch. Wir haben uns ja gleich schon wieder den nächsten Tag. Oh, super. Ja, das Einzige, wie gesagt, werden jetzt Jobaufträge, Rezepte herstellen und so ein Kram. Also neue Sachen. Viele neue Sachen gibt es ja gar nicht, außer die ja, Goldwerkzeuge. Die Goldspitzhacke habe ich jetzt da zumindest die schon mal. Beim Kescher, also hier habe ich eigentlich den professionellen und die Angel ja auch und so. Zauberstab haben wir den ganz neuen. ja, wie gesagt, jetzt könnte man nur Erze holen, Erze farmen, farmen und natürlich bauen und noch mehr bauen, würde ich eigentlich sagen an der Stelle. Ich hatte gerade gesehen, ja, wir haben ja jetzt eine Stunde rum. Ich würde sagen, ich lege eine Pause ein. Rohstoffabbau 4 hätte ich hier noch. Okay, polierter Topaz und so wäre das. Lasse ich erstmal. Also ich speichere auf jeden Fall einmal schnell. Ich würde sagen, ich schaue, dass ich gleich ein anderes Game spiele. Ich weiß nicht, wo ihr sonst Lust drauf hättet. Könnt ihr natürlich auch gerne im Chat reinhauen und so. Ich würde sagen, vielleicht sogar Pokémon Purpur. Da müssen wir auch schauen, dass wir die Story weiter fortsetzen und so. Habe ich natürlich Lust drauf. P-Farben können wir gerne in Zukunft natürlich weiterhin spielen. Auch gerne online. Wie gesagt, ich komme auch gerne zu euch oder ihr kommt zu mir, weil das geht auch online und so. Was mega cool ist, der Online-Modus macht richtig Fun. Ich sehe gerade Kalender ist ein Ausrufezeichen. Ach so, wegen Geburtstag, ja. Ja, heiraten muss ich auch noch. Kann man auch irgendwie im Game, doch. Alles noch gar nicht gemacht, wie gesagt. Aber, wie gesagt, das hier war es zumindest erstmal mit Pre-Farm. Dann würde ich sagen, ja, kurze Pause und bis gleich dort.